Hier spricht wieder Ustra und es geht weiter mit Dragon Age Origins. Und wir haben jetzt die Herren des Waldes getroffen und sollen den Anführer der Dalish dazu bringen, hier aufzutauchen, um dann, sag ich mal, hier mit ihr zu sprechen, um das Ganze mit dem Fluch friedlich zu klären. Das haben wir uns zumindest jetzt mal so überlegt. Und dafür können wir diese Tür nutzen, die uns wieder aus dem Wald führt oder wohin? Ich habe das nicht ganz verstanden. Nee, einfach wieder nach oben. Okay, ja gut. Ist ja schon mal was. Oh, Schätze! Yay! Gib mir all dein Loot. Was gibt's denn? Ja, okay. Schön. Bleib mal da drin. Dann gehen wir mal. Dann sind wir jetzt nicht mehr ganz so weit weg. Und ich denke mal, genug Gegner sollten wir auch erschlagen haben, dass wir hier durchkommen. Vernünftig. Mal schauen. Fix, fix. Alistair guckt mich immer so gierig an. Hallo, ja, dich habe ich gesucht. Hallo, was machst du denn hier? Hi! Ah, da seid ihr ja endlich. Ja, da bist du. Was machst du hier? Was machst du hier? Ihr habt einen sicheren Weg durch den Wald gebahnt. Zumindest sicher genug, dass ich euch folgen konnte. Er will nachsehen, ob wir seine Arbeit für ihn erledigt haben. Seid ihr nicht deshalb hier, Zauberer? Ja, nennt mich nicht so, Hexe. Ich bin der Hüter dieses Clans und habe getan, was getan werden musste. Habt ihr das Herz? Das würdet ihr gerne wissen, was das ist eine tolle Antwort. Nehme ich, bumm. Ihr wollt also Spielchen mit mir treiben? Ich kann spüren, dass ihr es nicht habt. Warum verlasst ihr die Ruine? Ihr wusstet also von der Ruine. Warum habt ihr mir nichts davon erzählt? Es gab keinen Grund dafür. Ich wusste, ihr würdet sie finden. Und ich wollte euch keine Geschichtsstunde über etwas geben, das nichts mit eurer Aufgabe zu tun hat. Aber es scheint, als hätte der Geist euch überzeugt, zu ihren Gunsten zu handeln. Dürfte ich erfahren, was sie will? Sie wird Schattenreißer nicht dabei rufen, wenn ihr den Fluch nicht aufhebt. Ihr wisst aber, dass sie selbst Schattenreißer ist, oder? Ja, das habe ich mir gedacht. Sie ist der mächtige Geist dieses alten Waldes, den ich vor langer Zeit beschworen und an den Körper des Wolfs gebunden habe. Ihr Wesen entspricht dem des Waldes selbst. Sie ist wunderschön und schrecklich. Ruhig und wild. Jungfer und Bestie. Okay. Sie ist sowohl die Herrin als auch Schattenreiser. Es sind die zwei Seiten eines einzigen Wesens. Der Fluch kam ursprünglich von ihr. Diejenigen, die sie infizierte, wurden zu Spiegelbildern ihres eigenen Wesens. Sowohl wilde Bestien als auch Menschen. Aber die Werwölfe haben ihre Seele wiedererlangt. Was sagst du denn dazu? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Das ging fix. Sie haben meinen Clan angegriffen und waren dieselben wilden Tiere wie eh und je. Sie verdienen es, ausgerottet zu werden. Nicht, dass man sie verteidigt. Kommt, ich werde euch zurück in die Ruine begleiten. Gehen wir und sprechen wir mit dem Geist. Dann werde ich sie in Schattenreißers Gestalt zwingen und ihr könnt sie erschlagen und euch ihr Herz nehmen. Nee, ich versichere euch, dass die Werwölfe die Seele wieder erlangt haben. Selbst dann sind sie noch immer dieselben wertlosen Kreaturen wie ihre Ahnen. Sie verdienen nichts anderes als das Elend, das sie gefangen hält. Das hier ist nicht eure Schlacht, grauer Wächter. Holen wir uns das Herz und schließen wir dieses Kapitel ab. Nein, ihr seid nach all dieser Zeit noch... Warte, ich muss mal eben überlegen, was sage ich ihm denn? Er ist ein bisschen knapp angebunden. Ich werde ihn mal versuchen, weiter in ein Gespräch zu verwickeln. Ihr seid nach all der Zeit immer noch so voller Hass. Ihr wart nicht dabei. Anscheinend nicht. Ihr habt nicht gesehen, was sie meinem Sohn und meiner Tochter angetan haben. Und so vielen anderen. Ihr gehört nicht zu den Dalish. Ihr könnt nicht wissen, wie hart wir für unsere Sicherheit kämpfen mussten. Ich konnte ihre Verbrechen nicht ungesühnt lassen. Ja, aber diese Verbrechen wurden vor Hunderten von Jahren begangen. Das ist eine gute... Ja, ich glaube, das nehme ich auch. Ich erinnere mich an sie, als wäre es gestern gewesen. Selbst wenn sie inzwischen mehr als Tiere sind, wollen sie nur Rache. Sie würden meinen Clan niemals in Frieden lassen. Ihr könnt euch zumindest mit ihnen treffen. Das ist mein Vorschlag. Ich möchte Ruhe haben. Und was ist, wenn sie nicht reden, sondern Rache wollen?
Werdet ihr dafür sorgen, dass mir nichts geschieht? Das werde ich, solange ihr nicht als Erster angreift. Ja, das hört sich auch gut an. Vielleicht kriegen wir es doch ruhig gebacken. Ich sehe zwar nicht, welchen Sinn das haben soll, aber gut. Inzwischen sind viele Jahrhunderte vergangen. Hören wir uns an, was der Geist zu erzählen hat. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Da sind wir wieder zurück. Hallo. Dass sie sich nicht fragen, dass wir so schnell waren. Da bist du also, Geist. Ah, wow. Sie ist die Herrin des Waldes. Ihr werdet sie angemessen ansprechen. Du trägst jetzt also einen Namen, Geist? Und du gibst auch deinen Schoßtieren welche? Diesen Bestien, die dir folgen? Sie waren es, die mir einen Namen gaben, Zathrian. Und sie wählen sich ihre Namen selbst. Sie folgten mir, weil sie mit meiner Hilfe begreifen, wer sie sind. Sie sind nichts anderes als das, was ihre Vorfahren waren. Wilde Bestien, wertlose Hunde. Ihre grauenhafte Gestalt spiegelt nur ihre abscheulichen Herzen wider. Er wird uns nicht helfen, Herrin. Ich habe es euch gesagt. Er ist nicht hier, um zu reden. Nein, ich bin hier, um zu reden, auch wenn ich keinen Sinn darin sehe. Wir alle wissen, wo das hinführt. Du kannst ebenso wenig gegen deine Natur handeln, wie ich gegen meine. Es muss nicht so kommen. In deinem Herzen ist noch Platz für Mitgefühl, Zathrian. Ich bin mir sicher, deiner Rache wurde Genüge getan. Meine Rache währt ewig, Geist. Genau wie mein Schmerz. Das hier ist Gerechtigkeit. Nichts anderes. Ja, wie du das so siehst. Bist du sicher, dass dein Schmerz der einzige Grund ist, warum du diesen Fluch nicht aufhebst? Hast du dem Sterblichen erzählt, wie er erschaffen wurde? Jetzt kommt doch das Ganze hier ins Rollen. Er hat gesagt, dass er euch beschworen hat und in den Körper eines Wolfes gebunden hat. Genau das hat er getan. Schattenreißer und ich sind in einem Wesen aneinander gebunden. Aber derart mächtige Magie konnte nicht ohne Zathrians eigenes Blut bewerkstelligen. Ach so! Deine Leute glauben, du hättest die Unsterblichkeit eurer Ahnen wiedererlangt, Zathrian. Aber das ist nicht wahr. Solange der Fluch existiert, existierst auch du. Nein, so ist das nicht. Nicht? Wie weit würdet ihr für eure Rache noch gehen? Zack. Ich habe es für mein Volk getan. Gute Frage eigentlich. Ich habe es für meinen Sohn getan und für meine Tochter. Für sie und für die Gerechtigkeit würde ich alles tun. Ach so. Der Fluch würde mit Zathrians Tod nicht enden. Allerdings hängt sein Leben davon ab, dass er weiter existiert. Und ich glaube, dass sein Tod eine Rolle bei der Aufhebung des Fluchs spielt. Dann töten wir ihn! Reißen wir ihn in Stücke! Auch wenn ihr sprechen könnt, bleibt ihr doch Tiere. Anscheinend. Was aber alles ist doch gut. Was würde euch mein Tod bringen? Nur ich weiß, wie das Ritual beendet werden kann. Und ich werde es niemals durchführen. Seht ihr? Wir müssen sie alle töten! Begreift ihr jetzt? Sie wenden sich ebenso schnell gegen euch. Tut, weshalb ihr hier seid, grauer Wächter. Oder geht mir aus dem Weg. Ey, jetzt bleibt doch mal cool, Alter. Jetzt erstmal fahr mich nicht so von der Seite an. Ja, das kann ich überhaupt nicht leiden. Und das andere, was willst du eigentlich von mir? Ich bin weder bezahlt noch sonst was. Ich mach das nur aus Höflichkeit. Ihr werdet diesen Flug aufheben. Und wenn ich euch dazu zwingen muss, vergesst es, Sathrian. Ich werde euch nicht helfen. Wir stehen für das Richtige ein. Egal, was es kostet. Ja. Dann sterbt ihr mit ihnen. Ihr alle werdet so leiden, wie ihr es... Warum lässt ihr es vorbereiten? Warum lässt du ihnen die Magie vorbereiten? Okay, also er beschwört jetzt höhere Schatten und... die Werwölfe sind meine Kollegen. Alles klar, gut, dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. Ich will nur nicht den Falschen angreifen. Sozusagen. Habe ich beide erwischt. Sehr gut. Ach, da bin ich betäubt. Mist! Das hätte jetzt gut klappen können. Er ist ja nur ein Mage. Normalerweise. Komm rüber da. Da gehen schon ein oder zwei Mädels von mir drauf. Ah, Mist. Ich könnte vielleicht hier noch das Gebiet klären.
Ich glaube, wir werden drauf gehen. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken uns das mal an. Jetzt ja auch weggeportet. Alle sind irgendwie nicht da. Ich versuch's mal mit Morrigans Magie nochmal. Der steht leider ein bisschen doof, das Ganze, ne? Muss man ja mal sagen. Ja, ist blöd, ist blöd. Wir stehen richtig blöd. Und es ist auch viel Eis gerade hier unterwegs. Ich hätte gerne... Was war das? Warum machen wir einen Screenshot davon, dass irgendjemand stirbt? Wir könnten jetzt einfach Zethrian erledigen. Bumm! Es hat geklappt! Nein. Geil! Das reicht. Ich kann... Ich kann euch knapp! Alter! Beendet es! Erschlagt ihn! Nein, verschont ihn! Bitte! Herrin, haltet ihn auf! Nein, Windläufer. Wir werden ihn nicht töten. Wenn in unseren Herzen kein Platz für Mitgefühl ist, wie können wir dann erwarten, dass es bei ihm anders ist? Okay. Ich kann deine Bitte nicht erfüllen, Geist. Ich bin zu alt für Mitleid. Ich sehe vor mir nur die Gesichter meiner Kinder, meiner Leute. Ich kann es nicht tun. Ist das wahr oder habt ihr Angst zu sterben? Würdet ihr euren Clan wirklich sterben lassen, nur deshalb? Vielleicht habe ich schon zu lange gelebt. Mein Hass ist wie eine uralte, knorrige Wurzel. Er hat meine Seele zerfressen. Was ist mit dir, Geist? Du bist ebenso an den Fluch gebunden wie ich. Hast du keine Angst vor dem Ende? Du hast mich erschaffen, Zethrian. Du hast mir Gestalt und Bewusstsein gegeben, wo vorher nichts war. Ich habe Schmerzen und Liebe erfahren. Hoffnung und Angst. All die Freuden, die das Leben ausmachen. Aber von allen Dingen ersehne ich nichts mehr als das Ende. Ich bitte dich, Schöpfer, bereite mir ein Ende. Wir bitten dich, hab Mitleid. Okay. Du beschämst mich, Geist. Ich bin ein alter Mann, der sich selbst überlebt hat. Dann wirst du es tun? Du hebst den Fluch auf? Ja, die Zeit ist gekommen. Lasst uns all dem ein Ende bereiten. Okay. Und wie sieht es jetzt aus? Ihr startet euch einfach an, 5 Minuten, oder was? So einfach ist das! Oh, okay. Einfach mit dem Stab auf den Boden hauen, schon ist alles gut. Ach, siehste, ist alles nicht so schlimm. Es ist vorbei. Sie ist fort und wir sind Menschen. Ich kann es kaum fassen. Werdet ihr eure Stärke und Beweglichkeit nicht vermissen? Ich leiste gute Arbeit. Zeit für meinen Lohn. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden wohl den Wald verlassen. Andere Menschen suchen. Sehen, was uns dort erwartet. Das dürfte interessant werden. Glaubt ihr nicht? Danke. Wir werden euch nie vergessen. Na, doch keine Belohnung? Hallo? Entschuldigung? Dann halt nicht. Dann halt nicht. Über eine Begegnung mit dem Tod, um ihn nicht unbedingt zu mögen. Dann halt nicht. Aber sehr gut geschaltet von Morrigan, die dann auch ganz schnell das Richtige getan hat.
trotzdem fragt man sich, warum ich keine Belohnung kriege. Obere Ebene, Gang zur oberen Ebene. Okay, wir gehen mal hoch. Ich denke, eventuell können wir es noch schaffen, dass wir zurück zum Lager gehen, bevor wir jetzt ausmachen. Ich speichere das Ganze nochmal eben ab, denn der Kampf war ja so nicht schlecht. Ja, so plus minus nichts. Kein Loot. Ich bin viel zu nett zu den Leuten. Das bereue ich ein bisschen. Normalerweise hätte ich jetzt wahrscheinlich noch einen dicken Loot kriegen können. Hab's aber wieder ausgeschlagen. So einer bin ich nämlich. So einen netten Typ. Wie dem auch sei, wir gehen auch mal hier aus der Ruine raus. Ich weiß nicht, wer da hinten schon wieder... Warum bist du denn da Schlusslicht da hinten? Warum bist du so weit weg? So, ab in den Brasilienwald. Und am besten... Achso, ich kann hier... Kann ich hier... In den Brasilienwald, bitte. Jetzt keine Faxen am besten zwischendurch. Von mir aus doch. Okay, was will mich denn bekriegen? Mitten im Wald. Dunkle Brut? Räuber! Das ist ja mal was Neues. Bitte schön, der Sturm ist für euch. Und das ist für euch. Ja gut, der Alistair, der stand jetzt da ein bisschen fehl am Platze, das muss ich schon behaupten. Moment, die Morrigan wird hier nicht umgekloppt. Oder der Alistair. Am besten keiner von denen. Ich glaube, ich muss ihn mal aus dem Schneesturm wieder rausziehen. Huch! Starke Räubers. Ich würde ja gerne ancasten. Ne, wir müssen erst heilen. Kann ich auch mit dem Morrigan, mit dem Alistair nochmal heilen? Nein, gerade nicht. Das ist schlecht. Dann versuchen wir mal da hinten ein zermalmendes Gefängnis zu machen. So. Den versuchen wir nochmal anzucasten. Puff! Auch nochmal mit Blitzen. Und den letzten kann ich hiermit. Lebensabzug, so ein bisschen. Und tschüss. Sehr gut, hat sich gelohnt. Ich bin wegen euch hier. Das ist schön. Ich dachte, du wolltest die... Nee, ist schon gut. Ich dachte, du wolltest die Falle entschärfen. Dann gehen wir da hoch, machen wir die nächste Falle. Wir bleiben hier. Schauen uns ein bisschen das tolle Lager an. Kommen die denn mitten im Wald her, sage ich. Da frage ich mich doch ganz ehrlich. So, wir wollen zurück in den Brasilienwald. Und da werde ich dann speichern. Ich wusste nicht, dass wir jetzt aufgehalten werden. Ich weiß ja nicht, wo wir jetzt hier rauskommen, genau. Wenn es hier so eine Unterhaltung gibt, nehmen wir ihn natürlich noch mit. Aber nö, wir sind hier in dem Werwolfgebiet. Dann würde ich sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zurück in aller Frische und schauen dann mal, was die neue Oberhauptin der Dalish sagt zu der ganzen Sache, die jetzt hier passiert ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.